Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Hoffentlich sieht mich man. Ich habe die Kamera jetzt so eingestellt. Und ja, wieder mal ein schöner Morgen hier bei uns zu Hause. Ein ganz normaler Tag, ein ganz normaler Morgen auch. Wir haben angefangen schon mit Arbeit. Heute ist ja, haben wir einiges vor hier. Ne? Mal sehen, wie weit wir kommen. Also an Arbeit fehlt es uns wirklich nicht hier. Meine Frau tut da noch mit ihren Blumentöpfen, werde ich euch gleich noch mal zeigen, aber wir sind jetzt fast fertig und dann noch ein bisschen aufräumen hier. Wie gesagt, mir ist es eigentlich das Allerwichtigste, hier erstmal rund ums Haus Ordnung zu haben und so, und dann geht es schön weiter nach, ja, nach vorne bzw. zum Teich und was da noch alles ist. Das Grundstück ganz vorne, wie gesagt, das ja, Gras mähen und der Rest lassen wir einfach mal so, weil sonst, nee, wir haben sehr viel zu tun und jetzt der Kang auch noch mit seinem Umzug da. Und ja, okay. Auch mal einen Schluck Wasser, Kaffee habe ich schon getrunken. So, und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Auf geht's. Also zuerst mal unser geflutetes Reisfeld von weitem jetzt. Das sind noch einige trockene Stellen, wo das Wasser noch nicht, das ist ja nicht immer ganz gerade und das Wasser sucht sich halt den Weg nicht, aber das, deshalb lasse ich die Pumpe noch ein bisschen laufen. Aber sobald es dann ganz geflutet ist, halte ich die Pumpe erstmal auf. Und schauen wir mal, es wird ja Regen erwartet, ob der dann tatsächlich kommt. Oh, ist, das ist eine andere Sache, aber sollte dann tatsächlich zu viel Wasser sein im Feld, kann man das immer noch rauslassen, einfach mal in die anderen Reisfelder oder so. Aber ich glaube eher nicht. Es ist ziemlich, ja, das sieht nicht gut aus mit den Reisfeldern da nebenan. Wenn da nicht bald Regen kommt, sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Ja. Das ist unsere Mimi, die will auch immer raus. Ich hoffe, dass sie nicht ausbüchst in die Reisfelder. Schauen wir mal, das macht die gerne. Okay, dann hier ist meine Frau bei der Arbeit mit ihren letzten Blumentöpfen da. Ich habe ihr noch Erde gebracht. Und ja, das sieht schon mal alles ganz gut aus. Oh, da ist noch mal eine Pflanze. Das ist meine Frau. Ja. Guten Morgen, Schatzi. Guten Morgen. How are you today? Gut, danke. So, ich auch gut, danke schön. Man sieht, hier sind also die letzten jetzt, die da noch umgetopft wurden. Ja, muss auch ein bisschen Wasser geben, solange es nicht regnet. Diese hier sieht ein bisschen mitgenommen aus, aber ja. Und da muss man noch die ein bisschen, ja, den richtigen Platz finden und so. Das alles ein bisschen schön machen. Ne? Okay, wie gesagt, die Pumpe läuft. Jetzt muss ich noch mal schauen, ob die Schlange noch da ist. Ne, Leute, die ist weg. Also, die ist verschwunden. Ja, okay. So. Und ansonsten, man sieht das Auto vom Kang noch beladen mit den letzten Sachen, was wir da, was er da gestern noch mitgenommen hat von dem alten Standort von der Suppenküche. Und ja, unsere Hunde ganz entspannt. Ja, und jetzt möchte ich noch mal zum Teich schauen. Und zwar werde ich ganz nach unten gehen, um mal sehen, auch der Wasserpegel und so. Aber das ist, sage ich euch gleich, Leute, das ist viel Arbeit hier. Der Kang kann das alleine nicht schaffen und ich kann ihm wahrscheinlich nicht viel helfen hier mit den ganzen Wasserpflanzen da raus, weil das Problem ist nicht das Wasser, sondern eher der Schlamm. Und ich habe schon versucht, wenn ich da ein bisschen reingehe, mit meinem Gewicht bin ich gleich bis am Bauchnabel im Schlamm drinnen.
Bei den Thais, die sind nicht so schwer, das geht dann auch, die versinken nicht so tief wie ich. Voriges Mal war ja unser Chang mit der ganzen Familie, da waren 10 Leute hier, die haben das dann an einem Tag geschafft. Ne? Waren auch jede Menge Fische drin. Ich habe auch ein Video gemacht damals, da haben wir eine kleine Party hier veranstaltet, Fische gegrillt. Die haben sich Fische mitgenommen, so viel sie wollten. Und es waren sehr, sehr viele Fische da. Nicht meine Frau hat dann auch an die Verwandtschaft verteilt und auch im Dorf noch verkauft und so. Also diesmal, ich weiß nicht, werden es vielleicht nicht so viele sein, aber schauen wir mal. So, muss ich da einfach mal ein bisschen nach unten jetzt. Wie gesagt, dieses Mal klettere ich ganz nach unten. So Leute, also man sieht, hier ist der Boden schon dann weich. Und da, wo noch das Wasser steht, da traue ich mich gar nicht rein. Also wirklich, es ist ja immer noch, also es ist mindestens noch 1 Meter tief das Wasser. Und wenn ich jetzt da noch mal 1 Meter in den Schrank versinke, das kann schief gehen. Von anders habe ich jetzt nicht mehr Angst. Also Wasserschlangen und so, ja, das ist eigentlich, ich sage immer, wenn sie die Thais nicht beißen, warum sollten sie den Farang beißen, nicht? Aber es sind da schon einige Viecher im Teich. Man weiß ja nie genau, was da alles kreucht und fleucht. Und man spürt da nur ein Krabbeln am Bein oder so, was nicht unbedingt sehr angenehm ist. Aber man sieht, hier geht es dann schon. Oh je, geht es richtig. Nee. Also mal sehen, der Kang wird es wahrscheinlich alleine nicht schaffen, Leute. Und wir schauen uns mal im Dorf um, vielleicht finden wir irgendwelche Leute, die uns da helfen können, so Tagelöhner, die das ja, für einen Tag dann kommen, die bezahlt man natürlich. Die kriegen dann so die 300 oder 400 Baht am Tag und ein Essen oder so. Und das wäre eigentlich die bequemste Art, nicht? Denn wie gesagt, ich könnte da auch selber mit helfen, aber der Schlamm ist einfach zu tief. Okay, aber die sollten schon weg, diese ganzen Dings da, ne? Dann kann man ja auch, sonst kann man ja die Fische gar nicht rausholen. Muss dann gucken, dass man das Wasser hier, ich habe schon Kang gesagt, der soll da irgendwie so ein Loch machen neben dem Schwimmer, dass sich das Wasser dann an einer Stelle sammelt und dann kann man das alles rauspumpen. Meine Hunde haben da was entdeckt. Die sind da fleißig am Wühlen. Das könnte jetzt eine Schlange sein, aber auch was anderes. Okay. Ich sehe, die Kleinen sind gerade fertig für die Schule. Ja, das muss ich euch auch noch zeigen, wie die zur Schule fahren. Ist so die Zeit, kurz vor 8 jetzt. Der Olive. So, das ist der Kang. Good morning, hey. Good morning, Wan Mai, how are you today? Yeah, that's my girl. Okay. Oh, Mimi. Ah, okay, letztes Jahr. Wir haben die Mimi auf die Terrasse getan, damit sie nicht ausbüchst. Ja, Leute, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen mit dem Teich. So einfach ist das nicht. Bye, bye. Ja. Okay. Und die Kühe? Ne, die sind immer noch drin, wird er später rauslassen.
Und hier tut er immer wieder ein bisschen Gras mähen für sie. Und wenn das Wetter okay ist, lassen wir sie mal noch mal auch auf die Weide und so. Ja. Weiß nicht, ich sehe die Kühe wirklich nicht. Entweder die schlafen noch, beziehungsweise haben sich da hingelegt. Oder er hat sie schon rausgelassen. Naja, egal, wie auch immer. Wie ich schon sagte, wenn er da ist, der Kang, dann passt er auf alles auf, nicht? Das ist, muss ich mich um nichts kümmern. Das Problem ist, wenn der auch einen Job oder irgendwie da, dann wird das eben ein bisschen schwieriger auch für ihn. Und deshalb habe ich überlegt mit den Kühen, wie wir das machen sollen. Aber gut, schauen wir mal. Das ist alles noch offen. So Leute, und jetzt nochmal die ganzen Reisfelder hier von unserem Nachbar auch. Das hat alles so schön ausgesehen, sehr gut angefangen. Und jetzt, wenn der Regen ausbleibt, ja, sieht es gar nicht mehr so schön aus, nicht? Ist gar nicht gut. Gut, es ist noch nicht alles verloren, wenn jetzt noch der Regen kommen sollte. Zumindest immer wieder mal ein bisschen, dass das zumindest feucht bleibt, nicht? Jetzt ist ja alles trocken. Dann ist es, kann es noch werden, nicht? Aber auch dieses schöne Feld hier, was der Nachbar da gemacht hat, man sieht, es wird schon langsam gelblich. Der war gestern hier bei seinen Feldern nochmal, hat mit meiner Frau gesprochen, war natürlich gar nicht begeistert. Ne? Aber so ist es hier, Leute. Richtiger Reisanbau funktioniert anders. Da braucht man halt Wasser. Da braucht man Wasser und dann kann man ganz anderes arbeiten, nicht? Aber so ist man auf den Regen angewiesen und da kann man Glück haben und man kann auch Pech haben. Man sieht es hier auch. Also, nee. Es ist, ja, sieht nicht gut aus, sagen wir mal so. Und unsere zwei Felder da hinten, da ist, die sind die Pflanzen noch jünger. Also, das reicht immer wieder mal ein paar Tropfen, so wie es jetzt aussieht. Und hier haben wir ja geflutet, Leute. So sieht es aus, wenn das geflutet ist. Also, und die Pumpe läuft immer noch, aus folgendem Grund. Weil das Feld ist ja nie ganz gerade, nicht? Und es gibt noch da in der Mitte oder so noch trockene Stellen. Und die möchte ich auch geflutet haben. Wobei man immer auch aufpassen muss, dass der Pegel hier nicht zu hoch wird. Also die Spitze vom Reis muss schon noch aus dem Wasser rausragen. Denn sonst ertrinken die Pflanzen, nicht? Das geht auch. Also wenn zu viel Wasser ist, ist das auch nicht gut für den Reis. Aber so wie es jetzt hier aussieht, ist okay, das kann auch ein bisschen steigen. Deshalb lasse ich die Pumpe noch laufen. Und wie gesagt, in der Mitte gibt es noch ein paar trockene Stellen, weil das ist nie so richtig ganz gerade. Aber sobald die auch geflutet sind, war es das dann erstmal. Da halte ich die Pumpe auf und tue vielleicht noch das restliche Wasser aus dem Teich dann noch reinpumpen. Aber jetzt läuft ja das, die andere Pumpe, das heißt, das Wasser hier wird jetzt aus dem Erdreich herausgeholt, weil der Tag ist ja praktisch, da muss man jetzt nochmal, dass man da aus dem Teich ist der Sauger erstmal im Schlamm, ne? Und deshalb muss man da jetzt noch ein bisschen graben und so, dann kann man das restliche Wasser rauspumpen. Und ja, also man sieht es hier, ist zum Beispiel eine trockene Stelle, nicht? Ist etwas höher gelegen und deshalb, aber wie gesagt, es geht um Zentimeter. Sieht eigentlich alles sehr, sehr gut aus. Zumindest in diesem Feld, in diesem einen Reich, in diesem einen Reisfeld. Ne? Okay. Und abends, sobald die Reisfelder geflutet sind, wir haben jetzt nur diesen einen Reih geflutet, nicht? Dann gibt es richtig ein Konzert. Also die ganzen Frösche, Kröten, Insekten, was da alles zum Leben erwacht praktisch. Ich bin gestern auf der Terrasse gesessen. Und es gab wirklich ein Konzert, also man kann sich das vorstellen, wenn dann der große Regen kommt und dass alle Felder geflutet werden. Da ist wirklich laut. Also jetzt so war es eigentlich sehr schön, weil das kam alles bloß von diesem einen Feld, nicht? Das ist der Isan halt, auch von seiner, ja, schönen Seite. Ich bin da gestern auf meiner Terrasse gesessen, abends wie gesagt. Und habe mir eigentlich so gedacht, Junge, das ist doch eigentlich wirklich schön hier draußen, entspannend. Und ja,
läuft nicht alles nach Plan, aber man darf sich auch nicht sehr zu reinhängen und muss den Dingen einfach auch ihren Lauf lassen. Ich meine, ja, es gibt Dinge, die man ändern kann, es gibt Dinge, die man nicht ändern kann, die muss man einfach so hinnehmen, was soll man da machen. Ne? Also nochmal, sehr schöne Landschaft hier. Und ja, ich wünsche mir auch für meine Nachbarn oder so, dass es endlich regnet. Es sieht ja immer danach aus, aber irgendwo geht dann auch der Regen runter, aber leider nicht hier bei uns. So, und jetzt nochmal das Reisfeld hier von dieser Seite, praktisch neben der Terrasse vom Haus aus. Also man sieht, das Wasser steht fast überall. Ich lasse jetzt noch die Pumpe eine Zeit lang laufen und das war's dann. So, und hier, ja, meine Frau ist da noch am hin und her schieben an den Blumentöpfen. Das sind so viele, ich habe es jetzt gar nicht gezählt, aber ja, fast zu viele würde ich sagen, aber egal. Jetzt ist ja Regenzeit, man stellt sie einfach nur raus und ja, in der Trockenzeit muss man sie dann immer gießen. Ne? Okay. So Leute, also man sieht, langweilig wird es uns hier nie, ist jede Menge Arbeit. Und ja, hier sind wir da, das ist unser Mumu, ein sehr anhänglicher Hund, ne? Schöner Hund, der Mumu. Okay Leute, also das war's dann wieder mal für heute. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.